Hallo zu On The Grid, mein Name ist Claude Schiesel und ich bin heute in der Galerie Niel in Graz bei der Ausstellung Raum im Raum und die Künstlerin Marit Amtmann erklärt uns, um was es bei dieser Ausstellung geht. Hallo, Raum im Raum ist die Begegnung von Individuen miteinander. Wir alle haben unser eigenes Wesen und sind verschieden. Und aus dem heraus habe ich verschiedene Individuen geschaffen, die sich begegnen. Mhm. Und die zweite Ausstellung oder der zweite Bereich, der da noch dabei ist, ist Verbindungen. Und da geht es darum, was ist, wenn viele Leute zusammenkommen und was gemeinsam schaffen wollen. Also Dorfgemeinschaften zum Beispiel. Genau, und einfach, was funktioniert nicht und wie muss die Struktur aufgebaut sein, damit es allen gut geht, damit Dinge sein und bestehen können und was braucht es, dass Individuen kaputt gehen in einer Gesellschaft? Was muss passieren, dass Dinge nicht funktionieren? Also das heißt einerseits den verbindenden Teil der Gemeinschaft und andererseits auch den trennenden Teil der Gemeinschaft darstellen. Genau, also das ist mein Kritikpunkt. Also das ist in dem, wie wir heute leben in der Gemeinschaft, zu wenig auf das Allgemeinwohl geachtet wird und zu sehr auf Profit zum Beispiel in den Firmen, wodurch manche Menschen zum Beispiel an Depressionen leiden oder Burnout leiden. Das ist eines der Themen, die da behandelt werden. Da fällt mir ein alter Liedtext ein, we never were so many, we never were so long. Ja. Christina Aguilera, glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also man kann mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Aber ich glaube, es trifft schon wirklich aus der persönlichen Erfahrung jetzt heraus, dass wir noch nie so viele Menschen auf diesem Planeten waren, aber wahrscheinlich auch gleichzeitig noch nie uns so einsam gefühlt haben. Also wie drückst du solche Gefühle und solche Emotionen und Zustände in deiner Arbeit aus? Ich würde sagen, das wird hauptsächlich durch Leere ausgedrückt. Das ist eine sehr spannende Frage, weil der Lärm, den wir verursachen durch das individualistische Nennen wollen, unsere Bedürfnisse, eigentlich untergeht, was wirklich wichtig ist und das wirklich Wichtige ungehört verhallt. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Es gibt vermutlich auch verschiedene Wege, das darzustellen. Bei mir ist es meist eine Form von Trial and Error, wie sich Dinge darstellen lassen und wie nicht. Und jetzt bei der Ausstellung im Niel sehen wir eben zwei Möglichkeiten, wie man es darstellen kann, wie man zeigen kann, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber auch das, auch die Installation der Ausstellung, war ein Trial and Error im Prinzip. Ich wollte gerade sagen, was verwendest du eigentlich für Materialien für deine Kunstgegenstände, sage ich jetzt mal vereinfacht? Hauptsächlich Dinge aus der Natur und im Alltag für meine Kunst, ich tue hauptsächlich Zeichnen. Aber für Installationen sind es natürliche Materialien, also hier haben wir Porzellan und Ton, Pedigror, Fäden, Samen. Ich glaube, ja. Okay. Ja, sehr interessantes Thema. Wie lange wird es die Ausstellung hier geben und wo kann man dich sonst noch sehen? Einen Monat noch. Jetzt gerade endet eine Ausstellung leider. Die Ausstellung hier bis 29. Es wird nachher auch eine Finissage geben mit Künstlergespräch. Also 29. November. Danke, November. Ja. Okay. Also Künstlergespräch, wann ist das? Auch am 29. hier, Uhrzeit weiß ich leider nicht. Okay, das werden wir aber dann noch in der Videobeschreibung nachreichen. Ich wünsche euch was in dem Sinne. Marit, viel Erfolg und bis bald, wenn es wieder heißt Inside Politics, mehr als Tagespolitik. Und ihr seht, diesmal ging es definitiv mehr als um Tagespolitik. See you! Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like
oder abonniert unseren Kanal. Danke.